Hallihallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Diese Woche haben wir nicht viel, ein bisschen was, aber auch trotzdem ziemlich coole Karten. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Und zwar haben wir bekommen vom lieben Mali eine einzelne Karte als Spende in so einem Art selbstgemachten Brief oder Karte, die er hier gemacht hat. Hat er gemalt, also ich fand die Idee relativ cool. Habe mich auch übelst weggelacht, als ich das gesehen habe. Und ja, wir haben Cosmo-Schwebetruppen bekommen in Super Rare. Wie gesagt, das muss nicht immer was Wertvolles sein. Cosmo-Schwebetruppen geht ca. 2 Cent oder so in Super Rare. Und brauchen aber trotzdem. Deswegen, es muss nicht immer wertvoll sein. Danke an dich, Mali. Und ja, ist auf jeden Fall eine nette Idee. Also damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Ja, dann habe ich mir als nächstes für 20 Euro gegönnt. Zweimal Armeteil des Chaos Phantom, einmal den Ultra und einmal den Secret Rare. Ja, habe ich glaube ich noch einmal den Secret und fehlt auch noch ein paar Mal. Dann habe ich mir gegönnt für ein paar Euro den geflügelten Drachen von Raos, der Jump. Das war der letzte aus der Jump, der uns gefehlt hat. Jetzt fehlt nur noch Obelisk in Starfoil aus dem Battle Pack, nicht in Mosaik in Starfoil und Horakti. Dann ist die Göttersammlung fertig. Als nächstes habe ich mir gekauft für ca. 12 Euro aus eBay, Sofortkauf war das glaube ich, den schwarzglänzenden Soldaten, Heiligen Soldaten in Ultra Rare. Hat eben auch noch in der Sammlung gefehlt. Und ja, wieder ein Kauf für 20 Euro, waren jetzt ein paar mehr Karten, die da dabei waren. Da war auf jeden Fall dabei der Cyber-Zwillingsdrache, gleich dreimal in Ultra Rare. Der in der Sammlung, die wir morgen öffnen, auch noch dreimal dabei war. Das heißt, die drei werden hier direkt im Tauschordner wandern. Dann einmal den schwarzen Totenkopfdrachen in Super Rare. Der hat halt oben einen leichten Knick drin, aber naja, kann man nicht ändern. Dann den Drachenmeister Gaia aus LOB in Secret Rare. Saphira, Königin der Drachen in Ultra Rare einmal. Und natürlich gleich noch in Ultimate Rare. Ich muss sagen, das ist meine momentan aktuell allerliebste Lieblingsritualmonsterkarte. Es ist also wirklich das schönste neuzeitliche Ritualmonster, das es gibt. Da können auch die Gischkis nicht mithalten. Wobei die auch sehr schön gemacht sind. Und ja, da haben sie sich aber wirklich Mühe gegeben bei der Karte. Vor allen Dingen Ultimate. Einfach ein absolut geiler Anblick. Ja, ich glaube, in Ultimate ist es zweimal. Und das ist jetzt, ja. Auf jeden Fall haben wir dann hier den Ultimaya Zolkin in Super Rare noch, den Michael der Erzlichtverpflichtete in Ultra Rare, aus dem Starterdeck war der. Und ja, Kati sammelt die glaube ich auch. Dann haben wir hier was ganz Nettes, nämlich einen rotäugigen blauen Drachen aus dem Starter. Erste Auflage, und er ist wirklich absolut mint, als hätte man ihn gerade so ganz frisch aus dem Starter gezogen. Richtig nice. Als nächstes haben wir hier den niederträchtigen Sternstaubdrachen aus der Collector's Tin 8 war das, glaube ich. Und hier einen Guilford Blitz. Der Guilford Blitz ist leider Gottes nicht mehr mint. Das habe ich auf dem Foto nicht gesehen. Der hat hier wirklich so zwei Knicke. Das sieht man hier in der Mitte, so wie es gerade spiegelt. Und oben auch noch ein Riss. Also er ist wirklich schon... Also es sieht jetzt real life nicht so krass aus wie in der Kamera. Aber ist halt doch leider nicht mehr zu gebrauchen für die Sammlung. Der wird wohl irgendwie, keine Ahnung, günstig weiterverkauft. Als nächstes hatte ich einen Tausch mit Eagle oder auch Mihawk, Mihawk Falkenauge, kennt ihr vielleicht aus den Facebook-Gruppen. Der hat ein paar Magier bekommen von mir, unterschiedliche Artworks, unterschiedliche Editionen und Magiermädchen in Spanisch für zweimal den Nummer 32 Haidrachen in Ultimate, auch natürlich Topmint gewesen. Einen Dante in Englisch, aber First aus dem Mega-Pack in Secret Rare. Ja, nicht klicken. Einen Castell, das ist jetzt auf jeden Fall unser dritter, wenn nicht schon unser vierter. Wenn es der vierte ist, wird dann ins Tauschalbum wandern. Dann haben wir noch eine MST in Secret bekommen. Das Lustige ist, ich habe ihn schon lange in Secret gesucht, jetzt habe ich ihn mit dem Tausch und dem, was in der Sammlung war, dreimal als Playset. Dann haben wir Gords bekommen, den Gesandten der Finsternis. Und Bielse von den diabolischen Drachen in Gold Secret Rare, der Zustand, ne, komm raus. Der Zustand müsste auch mint sein, ja, absolut, ja gut, da hinten eine leichte Delle, aber das ist jetzt nichts, also so penibel bin ich dann doch nicht. Und dann haben wir noch bekommen einen Blue Eyes White Dragon aus BPT, in Secret Rare, mint. Hat so gut wie gar nichts gekostet, war richtig. Ein richtiges Schnäppchen quasi, also ich würde schon fast sagen, war geschenkt.
ja, hat mich auf jeden Fall auch ziemlich gefreut, hatten wir noch gar nicht in der Sammlung. Und ja, als nächstes haben wir wieder eine kleine Spende bekommen, und zwar vom Sebastian Obst. Der hat uns ein paar Karten gespielt und auch einen Brief geschrieben. Hallo Julian, hier auch mal eine kleine Spende von mir. Es wäre nett, wenn du dafür aber ein bisschen Werbung für mich machen könntest und vor allen Dingen für mein Profil auf cardmarket.eu mit dem Namen Fruits on Fire. Ja, das können wir gerne machen. Wie gesagt, also ich kenne Sebastian lange, er ist immer relativ zuverlässig, hat faire Preise und so weiter. Ich habe mir sein Cardmarket-Profil nicht angeguckt, aber ich weiß, dass er über 700 Karten auf jeden Fall drin hat. Er verkauft auch auf Facebook. Ich habe bloß leider den Namen seiner Seite gerade vergessen. Kann die euch mal in die Beschreibung hauen auf jeden Fall. Da verkauft er auch einzelne Karten, nicht so viel wie auf seinem Cardmarket, aber trotzdem ein paar Karten. Und ja, würde ich mal vorbeischauen, vielleicht ein Like da lassen, dass ihr eben nichts mehr verpasst von ihm. Lohnt sich. Glaubt mir, Leute, lohnt sich. Ich kauf auch öfter mal was bei ihm. Und war bisher eigentlich immer relativ zufrieden, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall gespendet hat er hier einen Elementarheld Avian aus der Legendary Collection GX im alternativen Artwork und Secret Rare. Ja, also die sind auch ziemlich beliebt, vor allem bei Elementarhelden-Fans, die im alternativen Artwork, weil irgendwie gibt es die nicht so oft. Dann haben wir hier das Gagaga-Mädchen in Secret Rare. Ich muss sagen, das ist die einzige Karte in der Richtung, die noch schöner ist, also nicht nur fast so schön, sondern wirklich noch schöner als das Magier-Mädchen. Diese Karte sieht einfach so Bombe aus. Ich würde die alte sofort flachlegen, ohne Witz. Also die ist wirklich nice und ja, man sieht halt auch, dass sie sehr an die Magie angelehnt ist, im Allgemeinen diese ganzen Gagaga-Sachen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch aus der Legendary Collection GX einen Cybertal in Ultra Rare, natürlich auch Mint. Natürlich noch eine Cyberlarve, die war als Promo, glaube ich, irgendwo dabei. Und ein Earthheart, Nummer 92, Hard Earth Dragon, genau, Drache halt, in Ultra Rare. Gut, und dann habe ich noch mir eine Kleinigkeit gegönnt, das ist jetzt der dritte Nummer C107 Galaxie Augentachionendrache. Damit wäre das Playset in Super zumindest schon fertig. Und jetzt fehlt noch Ulti und Ghost. Und ja, wie gesagt, ich bin zufrieden. Hoffe, dass nächste Woche genauso gut wird. Und ja, erstens, morgen gibt es ein riesen Sammlungsopening aus drei Sammlungen. Und nicht vergessen, zweitens, Sonntag kommt der zweite Teil zu den dunklen Magiern bei der Kartenkunde. Das heißt, wir werden ein langes Wochenende verbringen. Und macht's gut.